Wenn ihr in Stimmung seid für ein Fantasy-Epos, der euch gleichzeitig begeistert und erschöpft zurücklässt, dann ist die Herr-der-Ringe-Trilogie genau das Richtige für euch. Stellt einfach sicher, dass ihr eine volle Packung Chips und ein Sixpack voller Red Bull bereitstehen habt und natürlich viel Zeit. Vertraut mir, die werdet ihr brauchen. Aber mal ernsthaft, die Herr-der-Ringe-Trilogie ist aus einem Grund ein Klassiker. Die Geschichte von Frodo und seine Aufgabe, den einen Ring zu zerstören, ist eine epische Geschichte über Freundschaft, Mut und die Bedeutung von Selbstaufopferung. Die Besetzung ist exzellent, mit einer herausragenden Darbietung von Ian McKellen als Gandalf und Andy Serkis als Gollum. Die Special Effects und das Worldbuilding sind erste Klasse und lassen die Welt von Mittelerde unglaublich echt und immersiv wirken. Aber sind wir mal ehrlich, der wahre MVP der Trilogie ist die Schönheit der Landschaft von Neuseeland. Die weiten, prächtigen Aufnahmen der Natur allein reichen fast schon aus, um die Orks und die gigantische Riesenspinne, die versucht, unsere Helden zu töten, zu vergessen. Lasst uns außerdem nicht den epischen Score vergessen, der von Howard Shore komponiert wurde, was die emotionalen und actionbepackten Momente in der Trilogie nochmal hervorhebt. Eins von den Dingen, die ich an der Herr der Ringe liebe, ist die Gegenüberstellung von Gut gegen Böse, die Kraft der Freundschaft und wie wichtig es ist, für das einzustehen, an was man glaubt. Diese Themen, kombiniert mit dem unglaublichen Worldbuilding, schauspielerischen Performance und der Musik, machen der Herr der Ringe zu einer einziehenden und im Gedächtnis bleibenden Erfahrung. Alles in allem muss man die Herr-der-Ringe-Trilogie gesehen haben, wenn man ein Fantasy-Fan ist oder jeder, der eine richtige Marathon-Session auf der Couch liebt. Es ist ein wahrer Klassiker und wird euch in eine Welt voller Magie und Abenteuer ziehen. Viel Spaß beim Schauen. Danke, dass ihr mein Video geschaut habt. Ich hoffe, ihr fandet es informativ und unterhaltend. Vergesst nicht zu liken, kommentieren und zu abonnieren und bleibt aktuell, was meinen Content betrifft. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Vorschläge für zukünftige Videos habt, bitte lasst es mich in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer ChatGPT. Diese Kritik stammt nicht von mir, sondern wurde komplett bis auf ein paar Feinheiten von einer künstlichen Intelligenz namens ChatGPT geschrieben. Man merkt wahrscheinlich an manchen Stellen, dass das Video etwas merkwürdig klingt, was auch an meiner Übersetzung liegen könnte, weil der Bot alles nur auf Englisch schreibt, aber trotzdem, dieses Video war nicht meine Arbeit. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz in Form eines Chatbots, dem man ganz normale Fragen stellen kann, von geschichtlichen Fakten zum Sinn des Lebens, mathematischen Aufgaben, Schulaufsätzen und wie ihr sehen könnt, sogar YouTube-Videos. Das Ganze geht ganz einfach, innerhalb von Sekunden. Ich frage den Bot ganz einfach, schreib mir eine YouTube-Review über Herr der Ringe. Dann sage ich ihm, dass er es etwas länger machen soll und selbst wenn ich ihn frage, ob er die Kritik etwas lustiger schreiben kann, ist das alles kein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, schreibt es mir bitte in die Kommentare und hoffentlich ist jemand dabei, der mir sagt, dass nicht alles verloren ist, aber mir macht das echt Angst. Ich finde, es hat sich vor allem 2022 so viel getan, was KI angeht. Es geht alles so rasant, man hat keine Ahnung mehr, was real ist, ob YouTube-Videos, Deepfakes von berühmten Personen, sogar Präsidenten, ob Kunst, Musik, nichts mehr ist so wirklich sicher. Keine Ahnung, wo das hinführt. Ich dachte, ich mache mal so ein Video quasi als Fortsetzung von meinem Video über künstliche Intelligenz. Das war jetzt nur ein ganz kleines Nebenprojekt von mir. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem damit was anfangen. Und ja, das ist meine Meinung, nicht die der künstlichen Intelligenz. Frohes neues Jahr. Bis dahin.